Und damit Kinder, was gab und herzlich willkommen zu einer Folge von Super Mario Bros. Wonder. Nachdem ich mich mental etwas von diesem Level erholt habe, gehen wir direkt weiter. Und zwar zu watteweiche Flauschplattformen. Es klingt wie immer sehr interessant. Und okay, wir werden erstmal zum Elefanten. Geht's hier nach oben? Selbstverfreilich geht's nach hier oben. Also, wir haben diese... Aber wenn wir draufstehen, fährt das nach unten. Das habe ich schon verstanden. Das macht's way more interesting. Bam, Koopa in sein Gesicht. Ich habe noch keine Ahnung. Doch, ich weiß, wie wir da oben dran kommen. Ich habe nämlich was gelernt. Man kann Koopa-Shells literally nach oben werfen. Das wusste ich nicht. Wenn es zu klein wird, was dann disappeared das, oder was? Ja, man fällt dann einfach durch. Okay, steppen wir hier weiter. Oh, mein Boy. 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 Und die neue Kugel spawnt uns die Starcoin. Let's go. So und nicht anders muss das. Sag nicht hier schon das Ziel. Das wäre mega sad. Checkpoint. Let's go, let's go, let's go. Okay, ich bin noch ein bisschen überfordert mit diesem ganzen Wolkensystem. Ich hoffe, man merkt es mir nicht allzu sehr an. Den nehme ich aber umso lieber mit. Und da können wir auch schon rein. Nein, können wir nicht. Oh, hier gibt's Wasser. Das scheint wichtig zu sein hier für die Blume. Bam. Oh, okay. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder können wir in die Röhre rein... Oder wirklich nach hier oben. Wonderblume, let's go. Guys, ihr wisst Bescheid, by the way, wenn ihr hiervon nichts verpassen wollt, dann bitte lassen Sie ein Abonnement da. Ich bin tot? Für die Leistung, lasst trotzdem Abo. Was war das denn? Also ist jetzt vielleicht nur eine Idee, aber was wäre, wenn wir einfach ohne die Dinger nach oben gehen würden? Weil sobald wir zu klein werden, werden wir zerquetscht. Let's go, wundersam. Also, wir müssen gar keine Kugeln rumtragen, so wie ich ursprünglich dachte. Wir müssen einfach nur den Wundersamen einsammeln und nach oben kommen, lebend. Oh, da rechts geht's weiter. Hier bin ich dann doch froh, dass wir fliegen können. Das war's auch schon mit dem Wundersamen. Bam. Guys, by the way, wenn ihr... Danke für gar nichts. Wenn ihr ein Secret Exit wisst und Ahnung habt, wo der sich aufhält, schreibt das wie immer gerne in die Kommentare. Ich komme hier nicht mehr raus, oder? Schade! Wortwörtlich. Und diesmal fallen wir hier nicht auf den geheimnisvollen Geheimtrick rein. Er ist nicht geflogen. Ich habe fliegen gedrückt, er ist nicht geflogen. Okay, das Level war auf jeden Fall sehr overwhelming für mich. Ich war ein bisschen... Bisschen überfordert. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Let's go. Der Gipfel ist fast erreicht. Doch der letzte Teil des Weges ist auch der gefährlichste. What? Bitte was? Aber Schwierigkeit 3 ist doch keine Herausforderung für uns, oder? Mit der Kraft des Likes auf diesem Video werden wir das gemeinsam schaukeln. Boah, ich hab Like-Werbung aber auch schon verstanden, oder? Luftgalerie im Wölkchengebirge. Oh boy, sieht das insane aus. Huiuiui. Es ist ein Scrolling-Level, ich hasse es. Was seid ihr denn für Batterien? Die Explo... Das ist einfach Feuerwerkskörper. Lol, wie insane ist das denn? Ah, wir haben Feuerwerkskörper. Piu, piu, piu. Ich liebe es. Es ist ja so wunderschön. Es tut mir leid, ihr seht nichts, weil ich davor sitze. Aber das ist so insane. Da oben ist eine Starcoin. Wo bin ich denn hier? Du bist auf dem geisteskranken Schiff von Bowser, dem einzig wahren. Oh, Bullet Bills sind auch am Start. Ich habe mir sowas gedacht in der Art, dass wir Blöcke zerstören können. Das war auch mein Guess irgendwie. Ich hoffe, hinter den Wolken verbirgt sich nichts. So wie zum Beispiel hier. Rein da. Rein da. Let's go. Nein, nein, nein. Oh boy. Let's go. Und ab, zurück nach draußen. Direkt zum Checkpoint. Wundervoll. Sie haben eine wunderbare Idee. Ist es nicht wunderschön so? Ich brauche einen von euch. Let's go. Wundersam. Was passiert? Ich will irgendwas Episches mit Feuerwerk und so. Ja, das ist nicht ganz, was ich expected habe. Schön ist auf jeden Fall anders. Ich kann auch zurückschießen. Ah! Wow! Rein da, rein da. Oh mein Gott, Wundersamen. Da haben wir ihn auch. So nicht anders will ich das. Und wir steppen direkt weiter. Ich lasse die Facecam trotzdem noch ausgeblendet, weil ich sehr weit rechts im Bildschirm bin. Dann sitze ich nur davor. Es tut mir so leid.
An alle, die mein Aussehen nicht mögen, bitteschön. Wer ist er denn? What? Oder safe noch einer. Oh mein Gott. Nein! Wir hätten da reingekonnt, wenn wir das hier hingeschoben hätten. Schade, dann muss ich das Level nochmal spielen. Aber dann weiß ich mal, was auf mich zukommt. What the hell passiert hier schon wieder? Okay. Oh boy. Danke für gar nichts. Ich dachte, wir müssen da vielleicht was draufwerfen. Nein. Draufspringen genügt. Das sieht sehr schmerzhaft aus. War's das? Wir fliegen weg. Das war das Level? Ja. Die Idee war cool. Ich fand's ein bisschen kurz und der Bosskampf war gar kein Bosskampf. Aber ist okay. Ich hole natürlich noch ganz kurz die letzte Starcoin nach. So und nicht anders muss das. Und hier gibt's einfach nur die Starcoin. Let's go. Countdown am Himmel ist das nächste Level, auf das ich eigentlich gar keinen Bock habe. Ich habe das Vorschaubild gesehen. Und ich war schon direkt scared. Wir können mit dem Elefanten geduckt springen. Look at this. How hilarious it is. LOL? Wir können da rein. Ich wollte mich eigentlich über die Melonenpflanzen freuen, weil die echt ganz funny aussah. That was close. Die eigentliche Frage, die ich mir stellen sollte, wie lange kann ich hier drauf stehen? Kann ich da oben rein? Ja, kann ich. Okay, let's go. Und ab nach unten. Direkt die Starcoin. Schmeckt super. Ich werde die nicht große lila Coin nennen, das sind Starcoins. Okay, warten, warten, warten. Immer schön hier. Cool, cool, cool. Fliegen wir. Ja, ich wäre tot gewesen sonst. Dann nehme ich den Damage dann doch ganz gerne mit. Zack. Ich habe das Gefühl, dass das intended ist. Das ist mega geisteskrank nice. Oh no, wir fallen. Okay, haben wir. Okay, wir können Gas geben und wir können abbremsen. Mr. Seed. Let's go, da haben wir ihn. Sehr, sehr strong. Let's go, Starcoin. Oh nein, die schießen uns jetzt ja nach oben und dann... Ja, wir können einfach... Ja, wir können einfach hier unten stehen, kurz und warten. Ja. Boah, wir sind so smart, Guys. Wir sind so smart. Tschüss. Was für... Nein, ach komm. Ja, okay, wir gehen einfach so ins Ziel. Wie wär's damit? Bevor wir jetzt noch groß hier sterben sollten. Es ist, glaube ich, ein bisschen besser so, nicht? Ich würde schon sagen, Wonder Seed in meine Tasche und... Auf zum nächsten Level. Nicht den Anschluss verlieren, das ist das nächste Level. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal erst an. Wenn euch das Ganze gefallen hat, hier auf jeden Fall ein Abo abchecken. Und checkt dieses Video aus, das war geisteskrank schwer, diesen Gegner zu bekämpfen.